Bekloppt hatte Kanzler Scholz die Klebeblockaden der letzten Generationen zuletzt genannt. Hinter diese Bewertung der Klimaaktivisten setzt die Generalstaatsanwaltschaft München jetzt ein juristisches Ausrufezeichen. Wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ließ sie Büros der Gruppe in 7 Bundesländern durchsuchen. Die reagierte prompt. Die letzte Generation stehe für das Leben aller ein und das sei nicht kriminell. Seit dem frühen Morgen durchsuchen Ermittler Wohnungen und Geschäftsräume der letzten Generation, wie hier in Berlin. Der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft München, die Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Neben etlichen Fällen von Nötigung wird auch wegen versuchter Sabotage an der Ölpipeline Triest-Ingolstadt in Bayern ermittelt. Letztendlich ist die Einstufung, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung, eine Rechtsfrage. Diese Rechtsfrage entscheiden im Endeffekt die Gerichte auf der Basis der Tatsachen, die wir ermitteln. Ziel der Razzia sei das Auffinden von Beweismitteln zur Mitgliederstruktur und Finanzierung der letzten Generation. Zuletzt soll die Gruppe 1,4 Millionen Euro an Spenden gesammelt haben, um weitere Straftaten zu finanzieren, so die Staatsanwaltschaft. Am Mittag verurteilen die Aktivisten die Durchsuchungen und kündigen an, weiterzumachen. Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst. Aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren. Die Frage, wie die letzte Generation juristisch einzuordnen ist, wird kontrovers diskutiert. Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der letzten Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung werden schon länger bei unterschiedlichen Staatsanwaltschaften geführt. Ob die Klimaaktivisten aber tatsächlich eine kriminelle Vereinigung im Sinne des Gesetzes sind, ist eine komplexe und noch nicht geklärte Frage. Für diese und kommende Woche ruft die letzte Generation deutschlandweit erneut zu Protesten auf. Nun nachgefragt bei meinem Kollegen Max Kell in Berlin. Max, du hast die Pressekonferenz der letzten Generation auch verfolgt. Kurz war ja die Sprecherin der Organisation im Film schon zu hören. Wie reagiert nun die letzte Generation insgesamt auf die Durchsuchungen? Es gab hinter mir hier in der Reformationskirche eine größere Pressekonferenz, auch mit sehr vielen Medienvertretern. Ich habe alleine mal die Mikrofone durchgezählt. Das waren 13 Stück, also das Interesse war auf jeden Fall ziemlich groß. Die sollte um 12 Uhr beginnen, aber dann gab es eine Verspätung. 20 Minuten hat es erst später begonnen, weil sich viele Informationen auch für die letzte Generation erst noch zurechtrückeln mussten, wie sie gesagt haben. Ja, und dann sind sie auch relativ schnell während der Pressekonferenz schon darauf eingegangen und haben gesagt, die Unterstützer, die betroffen waren von dieser Razzia, die wären sehr hart betroffen. Also es gab Durchsuchungen von ihren Häusern, von ihren Wohnungen und insgesamt würde ihnen das Angst machen. Aber das dürfe sie nicht leben, sondern man müsse weitermachen. Aber auch der finanzielle Aspekt darf natürlich nicht unberücksichtigt bleiben, weil auch die Internetseite wurde lahmgelegt. Darüber generieren sie ja viele Spenden und das ist für sie jetzt gerade aktuell nicht mehr möglich. Mhm. Wo gab es denn heute überall Untersuchungen? Heute gab es ungefähr gegen 7.15 Uhr in 15 verschiedenen Orten in Deutschland koordinierte Aktionen. Alleine hier in Berlin, wo wir auch gerade sind, gab es 4 Durchsuchungen. In Bayern gab es 3 und auch in Hessen gab es 3. Das waren die höchsten Anzahlen der Bundesländer. Also es gab eine koordinierte Aktion, die gleichzeitig stattgefunden hat. Die Wohnungen, die wurden ja in mehreren Bundesländern, du hast es gesagt, im Auftrag der Münchner Staatsanwaltschaft durchsucht. In Berlin und Sachsen hatten Staatsanwaltschaften zuletzt aber erklärt, für sie liege dieser Anfangsverdacht bisher gar nicht vor. Warum gab es dann dennoch diese Untersuchungen in mehreren Bundesländern? Weil genau dieser Anfangsverdacht für die Staatsanwaltschaft in München vorliegt. Ich habe mir gerade auch noch mal die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft München durchgelesen. Da steht das genauso drin. Und dann, wenn Sie auch sehen, dass in anderen Bundesländern aus Ihrer Sicht Straftaten verübt werden, wo dann der Anfangsverdacht besteht, dann können Sie auch andere Bundesländer und andere Staatsanwaltschaften damit beauftragen, Ihnen zu helfen. Und welchen Eindruck hast du? Wird die letzte Generation trotz dieser Durchsuchungen nun weitermachen? Das war das erklärte Ziel und das wollten Sie auch noch mal deutlich machen. Sie haben das immer wieder betont. Es geht jetzt darum, den zivilen
Ungehorsam weiter auf die Straßen zu bringen. Sie sind natürlich stark getroffen, aber es gibt zum Beispiel heute, es gibt hier auch hinter mir gleich um 15.15 Uhr noch ein Protesttraining, was wir filmen sollen, die Medien. Also es wird nochmal auch, soll deutlich gemacht werden, dass es weitergeht. Und dann gibt es gezielte Protestmärsche. Darauf konzentrieren Sie sich jetzt auch in der nächsten Zeit. Der erste, der findet heute direkt um 17 Uhr in Berlin statt. Und dann haben Sie dazu aufgerufen, zu einem bundesweiten Protest. Am nächsten Mittwoch soll es in fast jeder Stadt in Deutschland zu einem Protestmarsch kommen. Danke für diese Informationen. Danke dir, Max Kell, nach Berlin.